Hallo. Die Bauernproteste müssen erweitert werden und die Existenzsicherung der Höfe muss angepackt werden. Zunächst mal, Bauer ist der selbstständige Unternehmer mit einem Hof und ist meist auch Landwirt, aber viele Landwirte sind angestellte Landwirte und man lernt Landwirtschaft, aber Bauer ist man, wenn man einen Hof hat und Unternehmer ist. Und die Unternehmer haben eine sehr, sehr große Verantwortung, sind wesentliche Grundpfeiler der lokalen und regionalen Produktion und unserer Sicherheit, wenn Dinge mal schief gehen. Einer meiner Urgroßväter war in Westfalen Bauer. Er hatte einen relativ kleinen Hof und hat durch immensen Fleiß und Wissen, wie man die Böden verbessert, einen sehr großen, respektablen Hof daraus gemacht. Und interessanterweise, die haben irgendwann die Höfe getauscht, weil keiner wollte sein Land tauschen, weil die lagen so komplett ungünstig. Und nachdem wir die Höfe getauscht haben, haben die Familien die Namen der Höfe angenommen. Also das auch so ein bisschen die Bedeutung der Höfe, also auch über viele Generationen. Und heute wollen viele Kinder der Höfe diese nicht mehr übernehmen. Und deshalb sollte halt geguckt werden, was kann man für neue Wege gehen. Und ich kann ganz klar schon vorausschicken, es gibt sehr, sehr gute Wege und da werde ich hier ganz kurz darauf hinweisen und wie das mit den Protesten zusammenhängt. Ja, bei den Protesten machen halt viele auch nicht mit, ne? Also es gibt halt auch regenerative Betriebe zum Beispiel, die sagen, warum? Wir haben gar kein Problem, wir haben gutes Einkommen, wir haben einfach auch gar nicht so viel Dieselverbrauch und so weiter. Und es ist aber trotzdem nötig zu protestieren, eigentlich für alle. Und deshalb bin ich auch froh, dass auch Transportunternehmen, viele andere und auch viele Bürger mitmachen. Ja, warum muss unbedingt protestiert werden? Ja, das ist, weil die Politik die Höfe zerstört. Und dieses Zerstören der Höfe ist natürlich wieder was, warum? Nicht? Wem nutzt es? Ne? Und da kann man sofort sehen, da braucht man gar nicht groß gucken, wenn die Höfe eingehen, stehen da schon die Investmentkraken und ihre glatt gestriegelten Leute, die dann diese Höfe kaufen, wenn sie groß genug sind. Und irgendwann gibt es Lebensmittel nur noch von der Globalindustrie. Und das darf nicht passieren, weil das wäre eine Abhängigkeit, die katastrophal ist und die schlechte Qualität der Nahrung darf nicht weitergehen. Und das ist leider ein Problem in der Landwirtschaft. Viele Höfe produzieren sehr schlechte Qualität. Und da komme ich auch gleich noch drauf. Es wird auch die Landwirtschaft in Afrika zerstört, nicht? Also hier werden die Bauern kaputt gemacht, indem man ihnen zu hohe Kosten aufbürdet. Und dann werden aber viele dieser Produkte einfach in afrikanische Länder gedumpt für so geringe Preise, dass die lokalen Familienbetriebe dort aufgeben und dann halt da Armut, Leid und Migration entsteht. Es ist nur ein Wahnsinn und wir könnten sehr, sehr leicht mit den afrikanischen Ländern zusammen dort die Böden so verbessern, dass es den Menschen da gut geht und die hierhin jetzt migriert sind, sehen, oh, zu Hause ist es eigentlich viel besser, da kann ich viel besser leben, kann da produzieren und muss nicht hier irgendwie von Sozialleistungen abhängig sein. Eine der ganz großen Sachen, warum die Proteste wichtig sind, die Bauern werden mit Bürokratie gegängelt, kaputt gemacht. Bei der Bürokratie gibt es einiges, was sinnvoll ist, selbstverständlich, das wird niemand abstreiten. Es gibt aber immer mehr, was völliger Unsinn ist. Ich kenne zum Beispiel eine Aussage von einem Mitarbeiter der Landwirtschaftsbehörde, der kam auf den Hof und sagte dann, tut mir leid, ich weiß, dass das Unsinn ist, aber ich muss das machen.
Das kann doch nicht sein. Und irgendwann muss man sich hinsetzen und sagen, okay, dieser Teil ist sinnvoll und ab Tag X machen wir alle nicht mehr mit bei dem Blödsinn. Ich weiß, dass von Höfen, die aufgegeben wurden, weil diese Bürokratie sie kaputt macht. Und, wer Böses dabei denkt, wem nutzt es wieder? Ne? Eine der Sachen, warum auch Proteste wichtig und sinnvoll sind, 4% Stilllegung. Was ist das für ein Unsinn? Es gibt Hunger in der Welt, auch durch unsere schwachsinnige Bioenergie, ne? Dieser Biogas aus Nahrung, was gar keine Energie produziert. Die Nahrung wird seitdem importiert. Wir sind Nettoimporteur geworden in Deutschland und tragen zum Hunger in anderen Teilen der Welt bei. Und das ist etwas, wo diese 4% Stilllegung ein Hohn sind für die Menschen. Ich komme aber gleich noch drauf, es gibt einen guten Ausweg. Man kann offenbar jetzt nach neuen EU-Regelungen, die gerade in der Mache sind, 7-8% der Fläche regenerativ bewirtschaften und braucht dann diese Stilllegung nicht zu machen. Also das könnte ein ganz guter Weg werden und deshalb, es ist nicht alles schlecht und insofern sollte man da differenzieren und sehen, was kann die Zukunft der Höfe sichern. Ja, Proteste erweitern, das ist halt ganz klar auch etwas, wo vielen nicht bewusst ist, was alles so schief läuft. Es ist viel, viel mehr als das, was so auf den Plakaten steht. Die Hochschulen, auch Universitäten, lehren heute zum allergrößten Teil agrochemische Landwirtschaft. Und die Politik hat auf Lobbydruck diese Inhalte durchgedrückt, weil das war vor 100 Jahren offensichtlich, was für ein Blödsinn das ist. Und der Steuerzahler bezahlt eine Fehlausbildung, die den Bauern teuer zu stehen kommt, die Existenz kostet, wenn sie nicht langsam selber umsteigen. Und da ist halt ganz, ganz vieles faul. Ich unterrichte als Hochschullehrer regenerative Landwirtschaft, bin einer der ganz wenigen und ich bin aus der Wasserwirtschaft. Ja, die Wasserwirtschaft muss sich darum kümmern, weil wir haben gemeinsames Interesse. Die Bauern und die Wasserwirtschaft hat das Interesse, die Wasserkreisläufe intakt zu halten, die Böden zu verbessern, dass das Wasser versickert, man nicht im Schlamm versinkt auf den Flächen, sondern dass das Wasser ordentlich versickert. Das geht bei regenerativen Betrieben, beim gesunden Boden geht das alles locker weg, selbst extrem starke und langanhaltende Niederschläge. Das haben wir in diesem Frühjahr gesehen. Ne, und das haben auch viele jetzt kapiert, dass der Boden verbessert werden muss. Leider ist an den Hochschulen und Universitäten und auch an den Landwirtschaftsschulen einfach die Freiheit nicht da, etwas anders zu machen, beziehungsweise die Freiheit ist eigentlich da. An den Hochschulen haben wir die Freiheit von Lehre. Nur wer ausschert, wird diffamiert. Ja, einfach vielleicht mal meinen Wikipedia-Eintrag angucken. Das ist Wirken der Lobby und auch erpresserisch. Ne? Man kriegt da auch angeboten, ja hier für eine schöne Summe kannst du hier ein paar Worte wegnehmen lassen. Und ja, es gibt Morddrohungen und auch bei Leuten, die über die negativen Seiten der Agrochemie berichten. So, das ist einfach so und das kann langsam vorbei sein. Wir dürfen keine Angst mehr davor haben. Und immer weniger Leute haben Angst davor. Immer mehr Leute sehen, was da los ist. Und insofern ist halt auch der Protest eine Form, ja, die Menschen schlau zu machen und auch, dass die Landwirte und Bauern sich untereinander auch schlauer machen. Heute geht viel zu viel Geld von den Höfen weg zur Industrie. Und früher war 80% der Lebensmittelwerte für die Höfe und 20% ging raus. Und heute ist 20% für den Hof und 80% geht raus. Und
Das, was auf den Hof geht, deckt oft die Kosten nicht. Und das ist halt genau das Dilemma. Und die Politik will das jetzt noch weiter kaputt machen. Und die Bürokratie gehört dazu, weil diese Zeit ist einfach auch Geld. Ja, wenn ich Vorträge halte über regenerative Landwirtschaft, fragen mich viele Bauern, warum habe ich das nicht in der Landwirtschaftsschule gelernt? Warum hat mir mein Bioverband das nicht gesagt? Weil ja, auch Bio macht vieles noch falsch. Und ja, jetzt ist halt ein Thema, das System, was heute die meisten Hochschulen lehren. Zum Glück gibt es immer mehr Kollegen, die auch da jetzt weitere Sachen machen. Aber das hätten wir vor 100 Jahren schon haben können. Und einer der ganz großen Leute, die ja, einfach eine tolle Richtung in die Landwirtschaft schon gebracht haben vor fast 100 Jahren, ist Professor Albrecht. Ja, genau, der mit der Albrecht-Analyse. Ja, und Professor Albrecht hat Folgendes gesagt, 1940, NPK-Formeln, also für Leute, die aus der Landwirtschaft nicht kommen, Stickstoff, Phosphor, Kalium, das ist so der übliche Handelsdünger. Und wie gesagt, Professor Albrecht, einer der größten Bodenforscher aller Zeiten, NPK-Formeln, wie sie von den Landwirtschaftsministerien der Staaten vorgeschrieben und durchgesetzt werden. Hier sieht man nochmal, die Politik ist schuld. Die Politik ist schuld an diesem Wahnsinn. Und jetzt sagen sie, ja, aber ihr Bauern macht hier alles falsch, ihr macht die Umwelt kaputt. Die Politik hat das verursacht. Sorry. Vorgeschrieben und durchgesetzt werden, bedeuten Unterernährung, Befall durch Insekten, Bakterien und Pilze, Unkrautbefall, Ernteverluste bei Trockenheit und allgemeiner Verlust an geistiger Schärfe in der Bevölkerung, was zu degenerativen Stoffwechselkrankheiten und einem frühen Tod führt. Das ist jetzt 1940, das ist eine Weile her. Und trotzdem ging dieser Wahnsinn weiter, weil da haben wieder so einige Strategen gemerkt, oh, da sind ja viele Märkte, aha, die Pflanzen werden krank, da können wir denen noch Pestizide, Herbizide, Fungizide unterjubeln. Und naja, die ganzen Krankheiten sind ja auch ein ziemlich großer Markt. Also, es wird sichtbar, wir müssen uns selber kümmern und die Politik dürfen wir nicht alleine lassen mit diesem Wahnsinn, weil wenn die Menschen das nicht merken, kann die Politik sich nicht gegen die Lobby stellen. Ja, die Verblödung geht also auch auf das Konto der Bauern, aber sorry, wie gesagt, die Politik hat sie mit den Hochschulen in so einen Wahnsinn geführt. Und es gibt zum Glück einen sehr einfachen Messwert, wie man feststellen kann, wie hoch die Nährstoffdichte in der Nahrung ist. Und das ist der BRICS-Wert, ne? Und BRICS-Farming ist in den USA jetzt schon eine große Sache. Hohe Nährstoffdichte, hoher Zuckergehalt in der Pflanze bedeutet hohe Nährstoffdichte, gesunde Nahrung und dann kann man da auch einen ordentlichen Preis für verlangen und auch in den Direktvertrieb einsteigen. So, jetzt Verblödung ist überall sichtbar. Ach, sorry, dass jetzt hier gerade, das ist natürlich jetzt Zufall, dass hier gerade diese Menschen hier auftauchen. Ja, sie machen das schon sehr intelligent. Die Zerstörung der Industrie in Deutschland, eine Energiepolitik, die kompletter Blindflug ist, wieder nur Lobby, die Teppiche ausrollt mit umweltfeindlichen Dingen. Und das ist halt etwas, wo schlechte Nahrung halt Konsequenzen hat, ne? Verlust an geistiger Schärfe in der Bevölkerung, genau. Und schlaue Bauern haben natürlich einen eigenen Garten mit lebendigem Boden, wo man hohe Nährstoffdichte hat. Und die noch schlaueren Bauern machen das jetzt für alle. Ja, man muss Proteste erweitern, auch in dem Sinne anzuerkennen, dass es Probleme gibt. Auch hier, die Politik ist die Ursache, aber
diese Probleme zu ändern, wird nicht von der Politik kommen, weil da die Agrarchemie-Lobby sehr stark ist. Also das Ändern dieser Fehlentwicklungen liegt auch bei den Höfen. Und es wird auch sehr viel Geld sparen, diese Probleme zu lösen, weil zum Beispiel bei diesen Stickstoffverlusten, hier ist einfach nur mal eine Karte mit dem Grundwasserzustand, der katastrophal ist. Ich selber bin Wasserwirtschaftler und bin deshalb zur regenerativen Landwirtschaft gekommen. Wir beraten für Wasserwerke auch Bauern, umzustellen auf regenerative Landwirtschaft. Und das sollte noch viel mehr gemacht werden. Also Kollegen aus der Wasserwirtschaft, bitte einsteigen. Und global sind die Verluste an Stickstoff, also Stickstoff, oft teuer gekauft wird, also das N von dem NPK, was uns dumm macht, 80% Verluste. Und das ist global. Deutschland, Österreich, Schweiz ist etwas besser. Ich sehe auch immer mehr Untersaaten, Gründüngung und so weiter. Also ich sehe schon, dass viele Höfe jetzt auch was besser machen. Flacheres Pflügen machen auch schon manche. Aber diese massive Belastung des Grundwassers ist teuer für die Wasserwerke und kostet viel, viel mehr Geld, auch mit der Belastung durch Pestizide, Herbizide und so weiter. Das Wasser zu reinigen kostet viel mehr Geld als der ganze Umsatz bei der Landwirtschaft. Und das darf so nicht bleiben, also andere Art von Landwirtschaft. Und da gibt es jetzt sehr, sehr gute Wege. Also, ich bin Optimist und die Endverluste kann man vermeiden und damit auch Verluste in der Kasse vermeiden, weil jede Tonne Stickstoff, die ich nicht kaufen muss, spart Geld. Und Stickstoff kann ein lebendiger Boden locker selbst herstellen. Gut, es muss ein bisschen Molybdän im Boden sein, da muss doch schon ein bisschen genauer gucken. Ich behaupte gar nicht, dass es einfach ist. Im Gegenteil, regenerative Landwirtschaft zu betreiben, ist wahrscheinlich der komplexeste Beruf der Welt. Sehr, 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 sehr vielschichtig, aber spannend. Und bei den Regenerativbetrieben übernehmen die Kinder die Höfe. Und die Kinder, die die Höfe übernehmen wollen, bringen oft auch regenerative Landwirtschaft erst ein. Ich kenne einen Hof, da haben die Jungs, so Alter ungefähr 21, haben das Buch von Gabe Brown gelesen, was ich gerade noch kannte, und damit den Hof umgestellt. Vater hat mitgemacht, ne, das gehört auch dazu, dass die alte Generation auch die Jungen mal machen lässt, weil sonst treibt man sie vom Hof. Und regenerative Landwirtschaft kann massiv Diesel einsparen. Ich war neulich in Süddeutschland auf einem Hof, der seit 30 Jahren regenerativ wirtschaftet. Der Hof steht wunderbar da, hat sehr geringe Kosten, verbraucht nur ein Drittel des Diesels wie andere mit den gleichen Flächen und hat eine sehr hohe Qualität und hat dadurch einen Direktvertrieb aufgebaut. Und die hohe Qualität wird dort halt von den Kunden gesehen. Und ja, da wird Geld verdient und auch dort macht der Sohn jetzt mit und irgendwann weiter. Ja, es wird auch Arbeitszeit eingespart, ne? Und wenn man bei der Bürokratie halt den Blödsinn sein lässt, kann man da auch noch mal Zeit sparen. Ja, höhere Gewinne, höhere Qualität und es ist leider so, dass die biologische Landwirtschaft da noch vieles falsch macht und ich empfehle sehr, auf regenerativ umzustellen und dann Bio als nächsten Schritt. Weil umgekehrt ist es schwierig, weil der Übergang ist leichter, wenn man erst auf pfluglose Bearbeitung geht und später erst auf Bio umstellt. Und mit Brix kann ich halt sehen, wie der Boden ist, wie die Pflanzen sind, wie die Qualität ist. Brix ist dieser Refraktometer, da habe ich auch ein Video hier in meinem Kanal dazu. Ja, jetzt ein Aufruf an den Bauernverband. Der Bauernverband ist ja eigentlich ein Verband, der sehr stark die Interessen der Agrochemie unterstützt und das geht auf Kosten der Bauern. Und
Und das ist halt etwas, was nicht gut ist. Und ich habe jetzt schon Gespräche auch mit Menschen, die in der Agrochemie aktiv sind. Und ich habe jetzt einen Vorschlag erarbeitet, wo wir auch jetzt Masterarbeiten an der Uni laufen haben, eine regenerative Agrochemie. Ich habe früher gesagt, Agrochemie, alles Mist, alles weg. Und habe da auch für auf den Kopf gekriegt, was auch nicht in Ordnung ist. Fair Play ist einzufordern. Aber diese NPK-Katastrophe, die zu Verdummung führt und zur Zerstörung der Böden und Belastung der Grundwässer, das kann man besser. Und deshalb fordere ich die Agrochemie auf und auch den Bauernverband, dass wir zu einer regenerativen Agrochemie kommen. Und ich bin gerne zu Gesprächen bereit. Ich komme für Vorträge vorbei und Austausch. Und hier nur ganz kurz Ausstieg aus der industriellen Stickstoffsynthese. Das kostet irre Energiemengen. Dann wird noch 80% davon einfach überhaupt nicht genutzt und belastet nur das Grundwasser und die Atmosphäre. Also, damit spart man immens Energie. Der Boden kann es besser. Da ist aber zum Beispiel jetzt Molybdän nötig, ne, für die Stickstofffixierung im Boden. Und jetzt kann halt eine regenerative Agrochemie kann den Boden vermessen mit der ganzen Palette von Elementen. Es sind über 80. Und dann zum Beispiel sagen, ah, hier fehlt Molybdän, hier brauchen wir etwas Molybdän. Als Unternehmer der regenerativen Agrochemie lebe ich mehr von guter Beratung und wenig teuren Produkten, sondern halt von kleineren Mengen genau der richtigen Substanzen, die fehlen, die man oft über Blattspray nur zuführen kann. Und das ist eine ganze Palette und da kann eine gute Beratung dahinter. Phosphor ist auch oft nicht nötig. In vielen Böden ist Phosphor für Jahrhunderte drinne. Und wenn ich Phosphor aus NPK aufbringe, ist das nicht mehr verfügbar. Und wir brauchen hier halt auch dieses Ende der Grundwasserbelastung und das kann auch das Überleben der Höfe sichern. Ja, auch wassergerechte Pestizide und Herbizide. Da gibt es natürlich für Herbizid Phosphorsäure mit Zucker. Könnte ein tolles Herbizid sein. Probieren Sie es aus. Und ich möchte hier gar nicht zu sehr darauf eingehen. Auch dazu habe ich hier unter diesem Titel in meinem Kanal einen ganzen Vortrag. Ja, die Proteste erweitern. Veranstaltungen, Austausch zu regenerativer Landwirtschaft. Und die Politik wird das nicht machen, da regenerative Landwirtschaft alle ihre wichtigen Probleme löst. Und die Politik braucht diese Probleme. Also wir haben eine Clique, eine Klasse von Problemprofiteuren, die mit diesen Problemen Milliarden scheffeln, Milliarden von Steuergeldern. Und die Probleme zu lösen, ist relativ einfach. Und das schließt dieses ganze Klimathema ein, was durch regenerative Landwirtschaft allein komplett wirklich gelöst werden kann, weil der Wasserkreislauf da wieder intakt gerät. Und das ist halt ein ganz, ganz wesentliches Element von Wetter, lokaler Wetterbildung und Wetterausgleich. Und das ist halt das große Thema, mit dem man aber kein Geld verdienen kann. Nur für die Sicherung der Höfe muss auch die Wasserregeneration hergestellt werden. Und auch da sind wir wieder bei gesunden Böden, die wie ein Schwamm sind. Ja, ich mache solche Vorträge zur regenerativen Landwirtschaft sehr viele. Laden Sie mich gerne ein, auch jetzt bei Protestveranstaltungen. Und ganz interessant, diese 4% Stilllegung, dieser Blödsinn. Es wird gerade in der EU ausgearbeitet, dass man mit 7 oder 8% einer Bearbeitung, die eigentlich schon regenerativ zu nennen ist, ne, mit Gründüngung und Verzicht auf synthetischen Dünger, ja, einfach hier regenerativ machen kann und damit auch noch ja, diese Anfänge gefördert kriegt, weil der Umstieg ist nicht einfach, das kann ich ganz klar sagen. Und ich kenne nur die Prinzipien und andere kennen die Details, aber die Prinzipien zu verstehen ist wichtig.
Ja, wie kann man das lernen? Es gibt tolle Bücher dazu und der beste Einstieg aus meiner Sicht ist das Buch von Gabe Brown. Gabe Brown ist ein Bauer, der einen 2000 Hektar Betrieb in North Dakota hat. Das schlimmste Klima der Welt. Also wer sich hier über Wetter und Klima beschwert, sollte mal gucken, was North Dakota für ein Wetter hat. Und er hat es geschafft, diesen Riesenbetrieb dort zu retten mit regenerativer Landwirtschaft, die er mit Ray Archuleta entwickelt hat. Und Ray Archuleta war Landwirtschaftsberater der USDA, also wirklich ein Mann der Landwirtschaftsbehörde. Also die regenerative Landwirtschaft wurde ganz wesentlich von einem Mann aus der Landwirtschaftsberatung der Behörden reingebracht. Also hier ist Wiedergutmachung im großen Stil passiert und durch YouTube kann sich das verbreiten. Wer die Details kennt, also wie gesagt, die Grundelemente mache ich und was halt ganz wesentlich ist, dass halt die ja, Details sehr, sehr komplex sind, das muss man wirklich lernen, aber es ist wirklich auch spannend und damit macht vielen dann die Landwirtschaft auch sehr viel mehr Spaß und die ja, Details kann man lernen, zum Beispiel bei Dietmar Näser, der einen guten Ruf hat in der Landwirtschaft und der hat dieses Buch geschrieben, Regenerative Landwirtschaft. Also gibt es auch in guten Buchhandlungen und hier auf der Folie noch ein paar mehr Sachen kann man sich angucken und ja, dann gibt es die Interessengemeinschaft Gesunder Boden. Ich habe eben diese Tasse geholt. Ich bin selber da auch Mitglied und ein toller Verein, tolle Veranstaltung. Durch diese Tasse fiel mir ein, aber das muss ich hier auch noch einbauen. Und für die Schweiz ist es Regenerativ Schweiz, die auch Ausbildungen anbieten. Und in der Schweiz gibt es halt zum Beispiel auch den Adrian Ruby, der ja, mir gesagt hat, das, was ich sage mit den Elementen, ich bin da aus der Theorie hingekommen und er sagt, er ist zu genau den gleichen Schlüssen gekommen aus der Praxis auf seinem Hof bei Luzern. Hat einen tollen Hof da. Ich habe Bücher geschrieben, um die ländlichen Räume wieder zu beleben, weil ich möchte nicht, dass die Höfe zerstört werden und ich möchte, dass es mehr Kleinbetriebe gibt, mehr auch kleine Familienbetriebe, Gemüseanbau und da sollten sich viele zusammentun. Das ist dann das, was ich das neue Dorf nenne, mehr lokale Produktion. Und mein neuestes Buch, also das hier habe ich jetzt aber 2023 nochmal komplett überarbeitet. Hier ist auch viel zu regenerativer Landwirtschaft drinne. Und mein neueres Buch ist Neues Dorf für neue Erde. Da sind auch die ja, Themen der eigenen persönlichen Entwicklung mit dabei. Und hier vom Buchrücken will ich hier gerade noch mal rausholen: Die gute Zukunft wird auf dem Land geschaffen. Und dieses ist ein optimistisches Buch der Lösungen. Und die Lösung der Zukunftsthemen oder eine gute Zukunft zu schaffen, kann nur über die Landwirtschaft und über eine regenerative Landwirtschaft laufen. So, ja, der Mob ist empört und zu Recht, aber der Mob muss auch noch einiges lernen. Und ja, damit die Nahrung wieder besser wird, regenerative Landwirtschaft und die ja, Prinzipien da sind einfach, aber die Details sind eine hohe Kunst. Ja, ich danke fürs Mitmachen.